auf Instagram rüber und wir schauen uns mal ein paar Clips von Tyson an. Ey, ich kann das teilweise gar nicht fassen, was ich sehe, wenn Tyson sich bewegt. Noch so viel Power, der hat noch so. Also, eine Sache muss ich klarstellen: Ich glaube, Tyson ist gerade voll auf Stoff. Muss ich wirklich sagen. Ich glaube, Tyson ist gerade voll auf der Testokur. Ne, der macht gerade das, was Ding. Wie hieß er? Vito? Ne, Vito Belfort, TRT Belfort. Ich glaube, der ist gerade voll auf der Testosteronkur. Ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist, aber ich glaube, Tyson ist gerade voll auf Testo, Mann. 100%. Mit über 50 Jahren so körperlich so krass gebaut zu sein, so explosiv, so spritzig, so schnell zu sein. Ich glaube, der ist wirklich gerade absolut auf Testosteron drauf. Schaut euch das nochmal genau an. Schaut mal, wie kurz, wie knapp diese Kombination kommt. Ba, 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 ba. Richtig alles aus dem Oberkörper, aus der Hüfte heraus. Nur die Schultern und so bewegen sich gar nicht so viel, die Arme, ne? Richtig krass. Hey, I'm Mike Tyson, and me and my associates, we're founding a new league called Legends Only. And it's a league not only for fighters to perform, even though they still have their legendary skill. We're talking about baseball players, basketball players, soccer players, all kind of leagues. Everybody who society say they're too old, they're over the hill. Ey, das ist eine geile Idee. Das feiere ich gerade. Was er gerade gesagt hat. Ich will das noch mal kurz zu Ende hören und dann reden wir kurz über was, ne? They still have it in them. Come with us. Get your agent, get your manager, come to get with me and you're living your glory years for a second time. Das ist krass. Also mir sind hier zwei Sachen gerade eingefallen, über die ich reden möchte. Punkt Nummer 1. Ich feiere das übertrieben, dass Tyson gerade so ein Comeback macht. Jetzt nicht nur, was das Kämpfen angeht, ne? Nicht, dass er jetzt einfach wieder in den Ring geht oder so, sondern Tyson hat ja nach seiner Kampfkarriere ja eine ganz, ganz lange Phase, wo er Schwierigkeiten hatte. Er hatte mit Geld Schwierigkeiten, er hatte mit seinem Leben Schwierigkeiten, er hatte mit Drogen Schwierigkeiten. Und jetzt in den letzten paar Jahren hat er es geschafft, sich wieder zu fangen und sein Leben umzukrempeln, ne? Der hatte ja dicke Schulden und alles mögliche. Und jetzt ist er gerade dabei, der startet ein Projekt nach dem anderen. Die Leute kommen, die werden wieder auf ihn aufmerksam. Jetzt hat er so eine zweite Karriere, läuft er jetzt auf einmal an, ne? Und ich finde das ehrlich gesagt richtig geil und ich gönne es ihm auch. So viele Leute haben ihn ausgenutzt, als er ein junger, aktiver Fighter war und so viel Geld hatte und haben ihn dann fallen gelassen, als seine Karriere vorbei war, ne? Und jetzt ist er einfach wieder zurück und startet hier seine Tyson Ranch mit den ganzen Cannabis-Produkten und allem möglichen. Der hat verschiedene andere hier Kooperationen mit anderen Unternehmen am Start, wo er wirklich Geld damit macht. Und jetzt hat er hier eine Legends-Only-Liga gestartet. Und so wie ich das verstanden habe, das ist quasi eine Liga für beispielsweise für Sportveranstaltungen oder irgendwelche anderen Veranstaltungen. Für Menschen, die, sagen wir mal, zu alt sind, an denen gezweifelt wurde, wo gesagt wurde, ja, du bist sowieso zu alt, um jetzt nochmal was zu reißen. So für, wie soll man das nennen, für Veteranen, eine Liga für Veteranen, die dann halt irgendwelche Projekte starten, beispielsweise irgendwie Kämpfe oder so, ne? Finde ich richtig gut, dass er das macht, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt nochmal zu dem Thema Testo. Testo hin oder her, Respekt für den Mann, sagt Kado. Ja, klar, natürlich, aber ich glaube tatsächlich, dass er gerade voll auf Testo ist. Ich denke, dass er mit ein paar Ärzten oder so geschaut hat, dass sein Testo auf ein normales Niveau wieder zurückgebracht wird, das von einem vielleicht 30-Jährigen oder so, ne? Weil ihr müsst euch ja vorstellen, Testosteron, ne? Also das ist ja das männliche Hormon, ne? Testosteron ist, sagen wir, für Haarwuchs, Bartwuchs, ne? Für die Stimmlage zuständig, dafür, wie muskulös ihr werdet im Lauf eurer Zeit. Das ist das wichtigste Hormon für den Menschen, nicht für den Menschen, für den Mann, ne? Ein durchschnittlicher Mann hat, glaube ich, im Alter von ungefähr 31 Jahren oder 32 Jahren seinen Höhepunkt an Testosteron.
Also auch den Höhepunkt an seiner körperlichen Leistung. Und danach nimmt es langsam ein bisschen ab. Ja, der Körper produziert dann nicht mehr so viel Testosteron. Deswegen seht ihr auch zum Beispiel, dass Männer, je älter sie werden, desto schwieriger ist es für sie fit zu bleiben, desto schwieriger ist es für sie durchtrainiert zu bleiben, weil sie dann ein bisschen Fett anbauen, ne, und das ganze Zeug. Und dann ist halt zum Beispiel, die können auch im Bett dann halt nicht mehr die Leistung bringen, weil die haben halt nicht mehr das Testo von einem jungen 25, 26-jährigen Kerl, der halt noch voll damit ist, ne, und dann ständig im Bett rumhüpfen kann, ne. Das ist ja, mein Trainer hat gesagt, ab 25, nee, ich glaube tatsächlich, es ist 30 oder so. In most young men, testosterone product reaches max. Oh, krass, okay, warte mal, ich habe irgendwie mich, glaube ich, getäuscht. Weil jetzt steht hier, dass im Fall der meisten jungen Männer ist der Höhepunkt der Testosteronproduktion, ja, ist der Höhepunkt ungefähr bei 17 Jahren. Und bleibt dann ungefähr auf diesem Level für die nächsten 20 oder 30 Jahre. Krass, das ist ja viel länger. Digga, das ist ja viel, viel länger als gedacht. Also, es sieht anscheinend so aus, mit 17 oder so erreichst du den Höhepunkt deiner Testosteronproduktion, ja, deiner Leistung, mehr oder weniger, und hältst es für die nächsten 20 bis 30 Jahre. Also ich würde mal sagen, 30 Jahre ist absolut Bullshit. Kann niemals sein, das ist viel, 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 viel zu lange. Aber ich würde mal sagen, die nächsten 10 bis 20 Jahre könnte man ungefähr auf diesem Niveau bleiben, ne? Wenn man sich fit hält. Wenn man sich wirklich fit hält, regelmäßig trainiert, kann man, denke ich, auch das die nächsten 10 bis 20 Jahre halten. Aber ich glaube, wenn du, also mit 47, glaube ich, hast du safe niemals mehr den Höhepunkt deines Testos. Es ist also so, junge Männer erreichen dann halt ihren Höhepunkt an Testosteron und an ihrer Leistungsfähigkeit, ne? Und danach irgendwann mit der Zeit geht es dann runter. Dann war das ja so, früher, aktuell eben nicht mehr, früher war das so, dass irgendwie sehr, sehr viele Profiathleten angeblich an einem Testosteronmangel gelitten haben. Die sind also zum Arzt gegangen, haben ihm halt wahrscheinlich ein bisschen Geld in die Tasche gesteckt und der hat dann gesagt, okay, mein Patient leidet unter Testosteronmangel, unter chronischem Testosteronmangel und dem müssen wir jetzt ein bisschen Testo hinzufügen. Dann sind die also mit irgendwie 30, 35, 40 Jahren oder so dahingegangen zum Arzt und haben dicke, dicke Testospritzen bekommen, weil sie angeblich zu wenig davon haben und dann hatten die das Testo-Level von einem jungen 25-jährigen Hochleistungssportler oder so. Das hat man bei vielen, vielen Kampfsportlern gesehen, die dann auf einmal hardcore abgegangen sind. Warte, hier, Vito Belfort. Das war lange, lange Zeit ein großes Thema in der Kampfsportszene. Dieser Mann hier, warte mal, kann man das anständig sehen? Dieser Mann hier, viele von euch sollten ihn bestimmt kennen, ne? Ist ja ein, kämpft er eigentlich aktuell gerade noch? Ich glaube, der kämpft aktuell sogar noch, oder? Vitor. Ich glaube, er kämpft aktuell noch. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Links war er hardcore auf Testo, ne, während seiner TRT-Phase, also Testosterone Replacement Therapy, also Testosteron-Ergänzungstherapie. Da hatte er angeblich zu wenig Testosteron, natürlich, und hat von seinem Arzt Testosteron verschrieben bekommen. Schaut mal an, wie er da gebaut war. Und schaut mal an, wie er danach gebaut war, als mehr oder weniger diese Testokuren bei den Kampforganisationen verboten wurden. Ihr seht ganz deutlich einen krassen Unterschied im Körper. Schaut mal den Nacken an, schaut mal die Schultern an, die Oberarme. Ja? Ihr seht, dass er hier wesentlich trockener ist und hier hat er wesentlich mehr Fett an den Hüften. Ne? Er ist zurückgekommen irgendwann voll auf Testo und hat erstmal voll die Leute auseinandergenommen. Ne, junge, spritzige Typen hat er komplett auseinandergenommen im Käfig, weil er richtig fit war. Und das alles nur wegen Testo. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Tyson aktuell ein bisschen auf Testo drauf ist. Ich bin mir 100% sicher, dass Tyson gerade ein bisschen auf Testo-Kur ist. Weil in seinem Alter so schnell wieder komplett fit zu werden und so eine Muskelmasse aufzubauen, so kräftig zu werden, weiß ich nicht, Mann. Ich glaube nicht, dass das natürlich ist. Yusuf fragt, würdest du Testo nehmen? Auf jeden Fall. Aber erst in einem hohen Alter, würde ich mal sagen. Ja, jetzt, wo ich gerade noch jung bin, wo ich sowieso natürlich einen hohen Testosteronpegel habe, brauche ich das ja gar nicht. Das kann man mit gutem Training, guter Ernährung und so alles regeln. Aber ich würde mal sagen, wenn ich jetzt beispielsweise so irgendwie, wenn ich, sagen wir mal so,
ab 45, vielleicht noch mit 50 oder so. Da, wo man halt einfach natürlich nicht mehr so viel Testosteron hat, könnte man das einfach nehmen, um sich wieder ein bisschen jünger zu fühlen. Es gibt, na, niemals Testo von der Straße, Mann. Nein, 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 nicht so ein Quatsch. Ihr geht zu einem Arzt, der Arzt schaut euch an und dann sagt er, okay, du bist 50 Jahre alt, du hast einfach nur noch ein Drittel von deinem Testo und dann gibt er dir eine Kur, dass du dein Testosteronpegel wieder auf einen normalen Wert kommt. Ne? Das Ding ist, irgendein Wissenschaftler oder Forscher hat herausgefunden, dass Testosteron für den Mann eine der größten Ursachen dafür ist, für die Gesundheit im Alter. Ja, wenn ihre Testosteronpegel also gesund oder auf einem natürlichen Level sind, sind sie gesund. Wenn ihr Testosteron sinkt, kriegen sie alle möglichen Krankheiten, ne? Chronische Krankheiten, der Körper ist nicht mehr fit, geistig ist man einfach nicht mehr fit, weil euch fehlt das wichtigste Hormon für euch als Mann. Ne? You know, man fühlt sich dadurch sicherlich jünger im hohen Alter, allerdings ist die biologische Sinnhaftigkeit stark zu hinterfragen. Ja, gut. Wenn man diesen Punkt angeht, mit biologischer Sinnhaftigkeit, dann müsste man alles Mögliche, was rund um Antibiotikum, was um Impfungen und Medikamenten allgemein angeht, auch anzweifeln, ne? Weil biologisch ist das ja alles nicht. Menschen sind dafür da, geboren zu werden, irgendwann älter zu werden, krank zu werden und zu sterben. Und bei uns Menschen ist es halt so, dass wir uns mit allen möglichen Medikamenten und sowas vollstopfen, um länger gesund zu bleiben.